Oh nee, war lecker. Mustafa. Ah, ein Apfel. Wieso habe ich mir diesen komischen, feingefiederten. Was soll denn das hier? Hör mal auf. Ich warte erstmal auf Setzlinge, Emma. Bis dahin können wir noch nicht weitermachen. Ich kann mir nur überlegen, was ich jetzt mache. Was ist denn das da vorne? Kenne ich diese Pflanze? Bunt, braunstieliger Streifenfarn. Habe ich den nicht gerade ausgepflanzt? Den Bambus da drüben kann ich schon mal mitnehmen. Für Zucker? Zucker kann man immer gebrauchen. Weil hier fehlt noch so viel. Ich kriege das allein auch gar nicht mehr gebacken. Ich würde mir wünschen, dass die anderen auch mal wieder rüber gucken. Ich selbst kann aktuell keinen Server stellen. Da muss ich nochmal gucken, ob ich das mit der Internet-Dingsbums hinkriege. Da gab es noch ein paar Problemchen. Da ich auch frisch umgezogen bin. Hallo, Setzling? Hallo? Emma, hast du ihn? Emma beschwert sich, weil ich schon wieder zapfen will. Hast du noch Milch? Nee. Hier sind doch so viele Kühe. Warum bringe ich die nicht alle mal nach Hause? Ich wollte eigentlich, bin eigentlich hier hingelaufen, um den Setzling zu nehmen. Na gut, jetzt habe ich einen Apfel. Jetzt könnte ich einen Apfel bauen. Jetzt habe ich einen Setzling, ne? Und einen Apfel, das macht einen Apfelbaum. Was will ich mit einem Baum? Ich sollte mir Karottensaft machen. Du, was ist hier? Kommt hier nochmal was runter oder nicht? Okay. Dann machen wir heute Projekt Setzling. Das Weizenprojekt, das muss noch ein bisschen nach hinten geschoben werden. Ich kann ja noch ein bisschen Holz sammeln. Aber wo pflanze ich denn die Bäume hin? Weißt du, die Pläne waren wieder übermäßig groß. Und die Ausführungen schlecht, weil ich zu wenig Nahrung hatte. Und immer noch habe. Kann ich irgendwas hier lassen? Kann ich irgendwas stehen lassen? Soll ich gleich zwei Eichen? Nee, komm. Ein Birnen und ein Apfelbaum. So. Oh, fast noch. Da ist noch ein Setzling. Achso, ich habe ja. Natürlich, ich habe ja einen Rucksack. Mach doch mal dieses Dings da weg. Das ist immer irgendwie. So. Muss mal gucken, was ich hier gerade noch eintüte. Gut, das sind die Eichensetzlinge. Wo war die Kuh? Ja, wo ist die Kuh? Ich versuche mal noch ein paar Kühe zu mir zu holen. Weil die stehen ja alle so schön an der Seite. Schon wieder abends, ne? Natürlich. Emma und Bär da laufen hinterher. Aha. Aha. Oi, der war voll und ich war nicht so schwer. Tala. Aha. Nun komm. Hallo. Bitte nicht aufschreiben, mitschreiben oder zuhören. Wer lacht da? Auf jetzt. Ich bringe die Kühe nur nach Hause. So, die Damen. Einmal hier hoch, bitte. Ja, nun strengt euch mal ein bisschen an. Wir müssen alle Opfer bringen. Und wenn es halt eure Muskeln sind. Habt ihr es? Ja, die anderen auch. Och, Trude. Will nicht. Ich muss mir jetzt langsam auch Gas geben hier. Boah, das ist die Damen. Ja, die Damen-Marathon-Mannschaft. Man sieht es schon ganz genau, wie sie ihre Beine nach vorne strecken, um einfach die gemeisterte, um die Route zu meistern. Bis zum Haus, bis zum Schlachthof, bis zum Stall, wo sie dann ihre Belohnung. Ja, da hat
Wer hat's durchschaut? So, kommt ihr jetzt rein. Hallo. Nicht da lang. Was machst du denn da? Nur mal den Euter aus meinem Gesicht. So. Gute Nacht. Gut. Wieder ein paar Kühe. Und morgen. Morgen setzen wir Bäume. Ich weiß nur noch nicht wohin. Dass wir ein bisschen was anpflanzen können, was schaffen. Schaffe. Vielleicht hier hinten, vielleicht hier hinter dem Haus. Ich glaube, da war das geplant. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Alles, was ich damals gesagt habe. Ihr könnt natürlich ein Video zurückgucken. Ich habe das jetzt nicht gemacht, weil, Ausrufezeichen. Ich wollte mich ja nicht spoilern. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Machen wir das mal dahin. Das kann ja eigentlich noch weg. Aber ich werde mich mal beeilen, zum Dorf zu kommen. Haben wir hier schon fertige Erdbeeren? Kann ich schon was mitnehmen? Das war viel. Hier ist schon was gut. Oh, schön. Pack ich mal wieder die Samen aus. So. Und so. Und so. Und so. Sehr schön. 35, da kann man schon ein bisschen was mitmachen. Jetzt überhole ich zurück zum Dorf. Vielleicht sollte ich auch nicht rennen. Nur noch den da. Pflanze ich da drüben noch hin. Ich müsste mir... Na gut, ich glaube, die Karotten werde ich gleich essen. Kann ich die Karotten noch pflanzen? Habe ich noch... Eine Matsch habe ich noch dabei. Sehr schön. Da sind die Kartoffeln. Oh, die Kartoffeln sind gut. Ich komme heute nicht zum Dorf. Ich merke das schon. Was ist denn das? Achso. Hallo. Drei Kartoffeln, immerhin. Drei Kartoffeln ist mehr als ein Kartoffeln. So. Dann haben wir gleich neun Acker bestellt für zwei weitere. Immerhin ein verdreifachtes Feld. Das machen wir jetzt am besten noch mit den Karotten. Ich möchte aber eigentlich, ich möchte das eigentlich nicht so wild alles hier hinpflanzen. Eigentlich möchte ich das schon geregelt machen. Aber je mehr ich hier plane, desto mehr Nahrung verbrauche ich auch. Also setze ich das einfach nur irgendwie so hin. Irgendwie so hin, nicht irgendwie so. So. Das nochmal hier eben eingestampft. Und Karotten drauf. Den Rest esse ich. Spät. Ist das morgens? Ja. Ich werde bestimmt Hunger haben, wenn ich da bin. Okay, Richtung Sonnenaufgang geht es nach Hause und Richtung Sonnenuntergang geht es zum Dorf. So Pi mal X. Nein. Auf den Kakteen latschen. Ist für die Fußpflege ist das ein Genuss. Also wer irgendwie Probleme mit Füßen hat, also nicht mit den, also schon mit den eigenen, aber jetzt nicht an sich mit den Füßen, sondern was weiß ich, mit Ausschlag oder keine Ahnung, dann einfach an den Kaktus gehen. Garantiert spürt man dann den Ausschlag nicht mehr, sondern nur noch den Kaktus. Oh my goodness, I'm packaged. What are you doing? Ich werde am besten ins Dorf gehen und ein paar Erdbeeren pflücken. Ja, voll durchgelatscht. War doch da hinten, ne? Ja. Aber das ist doch nicht das Dorf, was ich schon mal hatte. Ich weiß sowieso nicht mehr, wie ich nach Hause komme. Das ist schon so lange her. Da müsste ich echt meine alten Videos mal durchgucken. Naja, ist ja gut. So. Weizen. Weizen. Wer möchte Weizen? Ich suche Erdbeeren. Oder... anderes Nahrungsgedöns. Hallo? Jemand zu Hause? Da hinten.
Ja, bist du? Spargel gegen. Nee. Smaragd gegen. Nö. Wen haben wir da noch? Ein Stempel? Was soll ich denn damit? Achso, ich sollte Stempel geben. Nö, will ich auch nicht. Date? Was ist denn da? Dattel? Nee, Dattel. Dattelsetzling will ich eigentlich nicht. Was haben wir denn hier? Die lasse ich mal stehen, die Herb Gardens. Aber ich bin Hunger. Werde ich mit zur Not, werde ich mit dir reindrücken, aber eigentlich. Ist schon der Dattelmann. Ah. Freust du dich jetzt? Bietest du noch mehr? Ah, Erdbeeren, aber das sind die anderen Erdbeeren. So, wem kann ich jetzt einen Smaragd aufs Auge drücken und krieg dann was dafür? Ich hab Hunger. Süßkartoffeln. Pilze. Hallo? Hallo? Renn noch nicht weg. Hallo? Hallo? Was haben wir hier? Drachenfrucht. Ja, kann man machen. Ich glaube, aus Drachenfrucht kann man nicht so viel machen. Drei Kekse, so ein Witz. Hunger? Hä? Ich bereue es jetzt schon, dass ich das jetzt gegessen habe, aber ich habe Hunger. Was gibt's hier? Limonen. Die nehme ich schon mal mit. Was bietest du noch? Ich soll Barley bringen? Du bringst nur Smaragde? Das ist ja ein komischer Tausch. Ich brauche ja nicht mehr viel. Ich brauche noch zwei Weizen. Vielleicht warte ich ja noch, bis irgendeine Pflanze fertig ist. Erdbeere zum Beispiel nehme ich auch. Das ist ein Pferd. Kann man Pferde auch essen? Muss man ja wissen. Also so rein aus wissenschaftlichen Gründen. Ja. Da kommen schon, hier werden noch zwei Weizen irgendwo hinfallen. Ich mache das ja nur für euch. Und für den Hunger. Also gegen den Hunger. Was ist hier los? Wer ist da drin? Hier wieder den Dattelmann. Was gibt's da? Oliven. Die wollte ich noch haben. Ich brauche hier wirklich noch den zweiten. Zwei Weizen. Ohne Weizen kann ich nicht geizen. Ist auch noch nicht fertig, ne? Nee. Dam, dam. Oh, ich hab doch Knochen. Hab ich den noch dabei? Ja, Tatsache. Mal ein paar. Hoppala. Na toll, das war ja sehr clever von mir. Aber ich glaube, das hat trotzdem gereicht. Herr Professor. Engelfurz. Wer bist du? Bist du der Weizenmann? Nee. Huch. Ich drückte einfach mal. Was ist das? Turnip. Was war denn Turnip nochmal? Das alles kann ich mir auch nicht merken. Limonen, die haben wir schon. Es ist schon wieder abends, ne? Spargelmann. Das bin ich. Das bin auch ich. Datteln. Drachenfrucht. Oh, komm schon. Ich muss gleich wieder nach Hause. Verdammt. Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Hungrig. Zurück. Spät? Oh ja, ich muss los. Naja, Limonen haben wir jetzt. Erdbeeren haben wir angepflanzt. Karotten haben wir angepflanzt. Haben ein paar mehr Kühe im Stall. Richtig besser geht's uns jetzt noch nicht. So. Hungrig sind wir immer noch.
Mein Gott. Ich lasse die Setzlinge, die Gärten trotzdem erstmal hier stehen. Ich könnte sie höchstens abpflanzen und zu mir hinnehmen. Das wäre aber auch das Einzige. Nee, ich lasse die erstmal. Bevor ich nicht weiß, was ich sowieso alles machen kann. Ich weiß, dass es hier ziemlich viel gibt. Und die vermehren sich ja auch. Wenn man sie stehen lässt, vermehren die sich eigentlich. Ob die sich noch vermehren, wenn man sie umpflanzt, das weiß ich allerdings nicht. Deswegen lasse ich sie hier stehen. War nicht irgendwo. Oh, was haben wir denn hier? Nutmeg. Gut, dass ich noch ein paar Setzlinge geholt habe. Muss mir die Augen offen halten. Oh Mann, ich möchte gerne mit den anderen zusammen wieder. Die müssten mir dann hier irgendwie zur Hand gehen. Einen großen Bauernhof will ich machen. Großen Bauernhof. Naja, das eine Haus steht vielleicht schon. Die Kühe werden zwar noch nass von oben. Aber man kann nicht alles haben. Auch als Kuh. Man muss sich halt mit dem zufrieden geben, was man hat. Ein Stall. Und ein paar Freunde. Manchmal ist das halt auch das Wichtige. So. Ich komme ja gerade rechtzeitig zurück. Immerhin. Jo. Oh, eine Buddel voll rum. Du kannst nur nachts schlafen. Okay. Wir haben einen Limonensetzling und wir haben jetzt noch dieses Nutmeg. Das ist irgendeine Nuss, ne? Ist da schon was gewachsen worden? Nö. Huch. Das Haus wird so noch geplant, ja. Ach, das ist der Apfelbaum. Das ist der andere komische Baum. Ich glaube, ich habe sechs dazwischen freigelassen. Nein, 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 hier, nein, sechs. Nein, nein, drei, vier, fünf, sechs. Da. Den nehmen wir mal da mit. Huch. Achso. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Da. Hallo? Da kommt jetzt mich das gerade mal mit. Wenn ich schon mal die Chuck Norris Hand ausgepackt habe, dann kann ich die auch gleich nutzen. Ebnen wir das noch ein bisschen ein. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt Bäume hinhaben wollte. Ich weiß nur, dass ich auf dem Stück, was jetzt schon Weizen, Karotten, Kartoffeln sind, große Ackerfläche draus machen wollte. Und eventuell noch eine große Schafweide draus machen wollte. Aber das ist alles schon so lange her. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Nicht nur im Spiel selber, sondern vor allem auch in meinen Plänen. Gut, die Häuser, die stehen da zum Glück schon, da muss ich nicht mehr so viel planen. Hinter mir sollte ja das Lager hin. Da brauche ich Kisten für und da brauche ich vor allem Material für. Um das Material zu klopfen, da brauche ich Nahrung für. Also erstmal das Nahrungsproblem. Deswegen sieht das auch alles noch so aus wie eine Baustelle. Hei, hei, hei.